So, aber den lassen wir nicht einfach so davon, ha? Huh? Sorry, son. Think you've got this covered? Huh? I'll poke my head in at the office later. Very well. We'll be expecting you. Bando-san, was it? From public security? I don't recall saying my department. But yeah, that's right. Do you know Reiko Kusumoto, the vice minister at the Ministry of Health? Of course. Any particular reason she's under constant surveillance? A rather bold question, isn't it? It's just you and me here. I see you know how to cut to the chase, Yagami-sensei. Unmöglich, dass jemand von der öffentlichen Sicherheit auftaucht und nichts mit Reiko Kusumoto zu tun hat. Ahara's trial can't be that important to you. So I have to figure I'm the reason you showed up. You want to know where Kawana is, don't you? Were you finally forced to get off your ass because nobody else can get eyes on him? Kawana, otherwise known as Yu Kitakata, is wanted on suspicion of murder. If you know where he is, please do tell. Wanted for murder? Huh. Cause you know, I thought it was RK acting on your orders that killed Sawa-sensei. You think you can hide that fact forever? Even the cops in the field have their suspicions. Do they? Well, the cubicle workers always resent the corner. Ja, wenn's gute Gründe dafür gibt, na. Officers in the field complain about their superiors. I did the same thing back in my day. Then why did you use thugs as your pawns instead of officers? Is that how Sawa-sensei got roped into this? I'm afraid I'm not following. Kein Zweifel, er kontrolliert die RK. Zumindest ist er einer von denen, die Soma Befehle erteilen. You knew it was going to be a dirty job from the beginning. That's why you couldn't use anybody on the force. Or maybe you just weren't able to find an underling you could fully trust. That's a good one. Public security's only tricks are surveillance and call tracing. You leave the dirty work to the thugs. That may be true, but it's enough to crush the likes of you. I'm gonna ask just in case. Where is Soma now? Hand over Kawana to me, and there will be no more victims. What? Wow. Do you have a reason to protect him? I already know he's going around executing bullies. He's a disturbance. Naja, nee, ich habe nicht einen Grund, ihn zu verteidigen, aber vielleicht, dass ihr auch noch zur Rechenschaft gezogen werdet. I didn't come here to argue. I came to issue an ultimatum. Oh, es wird keine weiteren Opfer mehr geben, wenn du Kumana aufgibst. Das war freundlich von dir. Ist ja nicht so, als wäre das sein Job, dass es keine weiteren Opfer gibt. Oder zumindest, dass du sie nicht verursachen solltest vielleicht. Keine Ahnung, das ist vielleicht Teil jedes Jobs irgendwie. Außer Bezeichnung der Terroristen oder so als Job. Auftragskiller? Ja, okay. Nee, das... Bei denen ist es vielleicht ein bisschen anders. Ist richtig. Hallo? Habt ihr ein Problem? Ich habe mich wohl gerade nicht sonderlich beliebt gemacht, ha? Huh? Sind die von der RK? Sie überwachen mich mehr als deutlich. Will öffentliche Sicherheit mir damit Angst machen? Ja, das Gefühl habe ich halt auch. Aber das ignorieren wir einfach. Und sind auch mal weg. Oh, nee, da nicht. Oh, oh, sie sind auch da noch? Oh ja, tatsächlich. Angsteinflößend. Wir reden einfach leise, okay? Dann hören die uns nicht. Yagami-san, was everything okay back there? That man, Bando, I knew something was off about him. Is he one of the men behind RK? Yeah, there's no doubt about it. He was trying to find out where Kawana was. I see. That reminds me. Hoshino-kun seems to have heard some rumors about RK. Okay. Zum Beispiel. Hoshino-kun, did you pick up what the word is on RK? Yeah. One of the bosses, Akutsu, came back to Kamurocho yesterday. He's back? He's number two in the group, isn't he? Yeah.
So he would probably know about Soma. Know where he is? Also ist der große Einsatz in Yokohama erstmal vorbei. Well, I'm not sure if you're aware, Yagami-san, but RK owns some of the cabaret clubs in Kamurocho. And Akutsu manages them. If a girl makes a lot of sales, or if she becomes a rising star, ja, dann. Akutsu apparently gives that girl a bonus, personally. How do you know this stuff, Hoshino-kun? Our clients come from all walks of life in Kamurocho, cabaret girls included. So to sum it all up, a popular okay, ja, girl ich wusste, dass es darauf hinausläuft. Yeah, but this week nobody was getting that chance until yesterday. Wir können gleich wieder Saori designen. Akutsu is back in Kamurocho. He must have been in Yokohama. Also, ist zumindest jetzt auch mal meine Behauptung. That makes sense. Ganz weit hergeholt. But where exactly in Kamurocho is he? That's the part I don't know. RK bosses never sleep in the same place twice. Gotta keep the cops off their trail. But despite the risk, Akutsu still reaches out to popular girls. okay. Hey, wir haben's geklärt. I'm not even mad. In fact, I'm up for the challenge. Ja, langsam gewöhnt awesome, sie sich echt dran, ne? Son. If you can rock the cabaret gig again, you can hook Akutsu. It'd be an undercover mission to infiltrate our Oh, undercover, so heißt das Kapitel ja auch. Unglaublich, Damn, aber wahr. See Saori-san transform one more time? I can't help it. What the hell's gotten into you? Are there any bars we know for sure that RK owns? There is. You remember Queen Rouge, the place Saori-san snuck into a long time ago? RK recently took over the management there. Queen Rouge. What about the owner? Still the same guy? Yep, he's still there. One of the original employees. Only thing is, it used to be a classy spot, but they've cut a lot of corners. The vibe has probably changed a lot. Really? Well, maybe that means I can afford to go. Hey, totally. I want to go too. Toll. Könnte ich mal verabreden, aber vielleicht wann anders. Okay, well, Saori-san, you'll need the whole makeover again. I can take point on that. No need, I'll be fine. Oh, ich habe das auch zwischendurch geübt, klar. Just the other day, Mari-san and I figured out what kind of makeup goes over well with RK. I'll just go with that. Ach so, dann muss ich das gar nicht machen. Well, counterpoint. I think a man might know better what men Ich weiß ja nicht. With all due respect, don't judge what you haven't seen. Oh, really? Oh, bin ich in einem Minenfeld gelandet? Soll ich sie das lieber alleine machen lassen? Ah, okay. Ich kann neu anfangen, ich kann es nochmal verändern oder ich überlasse es einfach ihr. Ja, ich fand das Outfit, denke ich, okay. Komm, hat ja gut gepasst zu dem, was okay, ich jetzt auch machen soll. I'll leave it to you, sorry, brauche nichts großartig anderes. Should have just kept my mouth shut. Believe me, I'm not one to boast, but I'm confident my efforts are in the best interest of the mission. Kreative Ideen hätte ich jetzt auch eh nicht mehr gehabt. That's the spirit. With Saori-kun here, Genda Law will have its doors open for another 20 years. True. And we've got Yagami-san's wisdom, too. All right. Should we get on with the mission? Let's do this. Na mal los. Das ist dann auch wirklich jetzt angeblich zumindest der Hauptteil des Kapitels, wenn es dem Namen nachgeht. Dauert noch ein bisschen, ich muss mich auf alles vorbereiten. Wie, was muss ich vorbereiten, ha? Triff Vorbereitung, was für Vorbereitungen denn? Ja, ich gehe einkaufen oder so. Keine Ahnung, ist das hier ein, was ist das für ein Geschäft? Ach nee, hier gibt's Kleidung, hier will ich nicht hin. Ist das ein Supermarkt? Das ist ein Popo, ja, zum Popo will ich. Einmal durchlassen hier mich, danke. Kaufe ich nochmal alles an Essen voll, wenn es geht. Ich denke, das willst du mir damit gerade sagen, ja? Das nehme ich. Hab ja auch genug Geld dafür mittlerweile. Schon eigentlich ganz nett. Ja, dann. Soll es gewesen sein. Das war meine Vorbereitung. Reicht das jetzt oder habe ich. Ach, ich muss wirklich Vorbereitungen treffen. Habe ich falsch verstanden. Vielleicht habe ich nicht gut genug aufgepasst, ich weiß es nicht. Ach so, nein, okay. Ich habe alles richtig verstanden. Ich soll sie nur hier abholen.
Ich dachte, ich muss wieder warten, bis ich irgendwie angerufen werde oder sowas in die Richtung. Ja, ne, habe ich gut gemacht, würde ich auch sagen. You can thank Mari-san. It's perfect. I'm really impressed. Fine. Well then, shall we head over to Queen Rouge? Oh, while you were doing your makeup, I talked to the owner about you coming in. Like Hoshino-kun said, there's apparently a system in place where a girl with great sales potential gets the attention of Akutsu. I understand. Basically, I just have to aim to be number one at the bar, right? Oh ja, bitte, mach das wieder. Hast ja in diesem Teil bisher eher verkackt als Hostesse, meiner Meinung nach. Schon ziemlich hart. Then I'm with you all the way, my lady. Sei einfach du selbst. Das warst du halt, was warst du halt im ersten Teil. Hier hat sie halt einfach versucht zu schauspielern. Das war so ein bisschen wie Arne in Persona 5, wenn sie schauspielert. So hat sich das angefühlt irgendwie. Spiel ich sie wieder? Spiel sie wieder. Sprinte! Los! Wo muss ich hin? Da. Ich muss den Weg jetzt wirklich in diesem Tempo gehen. Oh Gott. Hallo? Ach, du kommst auch hinterher. Schön. Kann ich mich ja immer ein bisschen sicher fühlen. Hallo? Bumm. Alle sofort. Erschrecken sich sofort. Da wurde jemand angerempelt. Das kann er wohl nicht angehen. Gott, das muss schon scheiße, seine Frau zu sein, ne? Also, wenn man nur so langsam gehen kann, das Wort, das ist ja offensichtlich das, was ich hier gerade raus mitnehmen soll. Frauen können nur langsam gehen. Okay, ich habe High Heels an. Das könnte zumindest eine Teilbegründung sein. Habe ich hier so nicht ausprobiert, muss ich es zugeben, persönlich. Wie gut man damit so laufen kann, aber ich kann es mir nicht gut vorstellen, damit, naja, gut zu laufen. Dementsprechend lasse ich das gelten. So, rein hier. I pass by this place sometimes, but it's been a while since I've been inside. Ist das derselbe Ort wie am letzten Mal? The owner remembered you from last time. Ach so. Said he wished you were there every night instead of just one. The undercover cabaret girl of his dreams returns. Oh, take this before you go. It's a wireless earpiece. If you end up going somewhere with Akutsu, we can use it to communicate. I'll be there in a flash if things go even remotely south. Got it. I know you have my back, Yagami-san. You bet. Good luck then. Ah! Oh! Saori-san! It's you! Er freut sich so sehr. Looking at you takes me back to better days. You are a cut above. A sight for sore eyes. Nice to see you again. Have you been well? I'm fine. I'm fine! Well, that's a lie. Last time you were here, we were a good place. But times have only gotten tougher. Now, we're just a fast and cheap dive bar. With mediocre service. Yes, I heard a bit about that. Keep this on the down low, but the former owner lost a bet in mind. So we sold the bar. Warte mal. We're under RK's management now. Mayong? Ist damit nicht irgendwas gewesen, ganz am Anfang des Spiels? In der Tutorial-Prolog-Mission? Hat es schon eine Verbindung hierzu? Ich weiß es halt absolut nicht mehr, was da abging, ganz am Anfang. The girls with promise catch the eye of the RK members. So you already know about that. Yes, RK treats people well who treat their bottom line. If they notice a special girl, they'll give her a bonus to show their generosity. Or maybe Akutsu-san just wants to drink with cute girls. Mein Ziel ist es, den RK-Boss Akutsu zu finden. Die Nummer 1 in der Bar zu werden, wäre nur Bonus. Naja, aber kann man schon hinkriegen, würde ich sagen, ne? Ich bin nicht hier, um mich zu amüsieren. Ich bin zwar rausgeputzt, aber ich arbeite hier. Where do girls usually meet up with Akutsu-san? No particular location. Just depends on his mood, I guess.
Ha ha! But you have your eye on that bonus, I see. Well, if anyone could get it, it's you, Saori-san. I'm rooting for you. Sehr gut. Kriegen wir hin. Denke ich doch nämlich auch. Can you hear me, Saori-san? Yes. So you got in okay. Just so you know, I think I'm gonna call for support. Support? Yeah, so in case you meet Akatsu, we'll be ready to pounce on him. But you'll be on your own until then. Okay, ich bin jetzt die Nummer 1 in der Bar. Und Regel Nummer 1 im Kundendienst ist, lobe den Gast. Du schaffst das, Saori. Selbst wenn der Gast dein eigener Vater wäre, er muss Wachs in deinen Händen werden. So, are you the new girl the manager brought in? Warum guckst du mich so böse an? You are kinda older than I thought you'd be. I'm sorry. Ihr seid hässlicher, als ich dachte. Der ganze Raum ist hässlicher, als ich in Erinnerung habe. Oh, I'm usually an office worker. But I worked here once about 2 years ago. What, so you just come back whenever you feel like it? Like some part-time gig? Really? You treat this job like it's a cakewalk and expect us not to be offended? Oh, point taken. So, I guess tonight I should sit back and watch the professionals show me how it's done? What? Are you dissing us? What? You can haze new girls, but if they give it back, you lose your cool? Excuse me? Now, now. You can't scowl like that when customers are here to have a good time. You little... Wow. I thought you were just another snob, but you've got barbed wire where it counts. Megu! You're gonna let a new chick talk to us this way? Old or new doesn't matter. If you've got the goods, I have no complaints. I'm going to do my best, and I'll try not to weigh you too. Und ich werde auch nur heute hier arbeiten, tatsächlich, wahrscheinlich. Megu-san, Kuriko-san, we have customers! Let's get to work! Well, time for the new girl to show us what people see in her. Yes, I'm looking forward to it. Oh, ein Kampf der weiblichen Egos. Das könnte sogar richtig Spaß machen. Du sollst sie doch nicht amüsieren, das ist harte Arbeit, hast du selbst gesagt gerade noch. Verdammt nochmal. Hello, I'm Megu. Welcome, I'm Kuniko. I'm sorry, nice to meet you. Oh, was macht ihr hier? Komm, sit here. Wow, you're beautiful. Oh, the best of the bunch. Man, I am loving this place. Ja, schön, und vielen Dank dafür. So, how are you? Was soll das denn jetzt bitte? Meint ihr, wie ist denn das mit Verstärkung? Ich weiß es nicht. Das ist nicht die Art von Verstärkung, die ich wollte, glaube ich. Wirklich nicht. Das hilft mir kein bisschen. Im Gegenteil, das war alles nur viel schwerer. Kriegst du das hin? Ich glaub an dich. Ich muss nur die richtigen Sachen auswählen gleich. Stimmt. But, you know, I could make any prosecutor shake in his boots just by yelling, Objection! Objection! That's awesome, you killer lawyer, you. Jeez, why is Genda-sensei getting all the attention? For your information, I passed the national bar exam with top marks. Ich bin ja so stolz auf dich. Uh-huh. Oh, what's a bar exam? You've got to be kidding. Was war denn da los? It's the toughest certification test in Japan. Das ist alles so. I've heard of it. Oh, so it's a certificate? Well, I passed kanji level 3 when I was in middle school. That's not even comparable. Kanji aptitude is a very fine certification. Huh? You passed your stupid bar exam how many years ago now? And you're still bragging about your scores? Seriously? What? Sorry, John. You can't talk that way to a customer. Doch, der steht drauf, alles gut. Mist, aber auch Schnuckum nimmt sich so bescheuert. Ich konnte einfach nicht anders. Er ist halt auch wahr. Schon schwierig für die beiden. She's right. It's a dumb thing to brag about, isn't it? But the bar is really hard.
Not everyone passes. Wie betrunken bist du? There's so much studying to do, day and night. Oh my god, he's crying. Ich muss es irgendwie retten. Ich will ihm keine Komplimente machen, aber ich muss seinem Ego schmeicheln, wie auch immer genau wir das vorhaben. I can't believe you became such a high-powered lawyer. Almost nobody has the Sprich grace to so. That. Yeah? You think so? That really means something coming from you, Saori-san. From me, specifically? Why is that? The... What is it? Oh, you want some champagne? What? One bottle of champagne, please, for this fine young man here. No, 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 wait, wait! There's our Mr. Big Time Lawyer! So generous! Thank you! Is it okay if I have some too? What a blessing to have such a great protégé. Yeah, schon toll, ne? Sure. So, which champagne do you want? The best in the house, of course. What? Really? Wow! Wait, is one bottle really enough? Ginter steigt auch voll mit ein. Ginter-sensei, please! You're right. Let's make that two bottles of the premium stuff. There you go. Now we're talking, Hoshino-kun. Oh my god. Fine. It's fine. All right. Now it's a party, ladies. Really? Thank you! Ich find's halt sehr schön, wie sie Champagne mit Wein übersetzt haben, weil das Wortspiel sonst nicht funktioniert hätte, Fragezeichen. Ich weiß, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, das ist der Grund. Ich weiß natürlich nicht, was es im Original ist. War schon eine Kunde, mir zwar ein bisschen leid, aber vielleicht hat er seine Lektion da gelernt. Das habe ich überstanden. Warum können die nicht einfach wieder gehen? Es ist aber sehr schön, dass sie sich noch was einfallen lassen haben. Ich wusste nicht, wie man das jetzt nochmal hätte lustig gestalten können. Weil wir es ja im Prinzip schon hatten. Aber das ist schon sehr, sehr gut einfach. So much. Me too, Genda-sensei. Especially this one. The customer service is on point. I wish I could come here every night and stay till morning. Oh, you two know just how to flatter us. So true. Hey, in case you come back, would you like to reserve a bottle in your name? You guys are lawyers, so I'm sure you can afford it. Well, we're not a big firm. But you know what? Warum? Warum? Nice. Kommt wirklich wieder? Soll ich das echt zulassen? Wenn sie so weiter saufen, ist die Anwaltskanzlei Kinderball pleite. Aber sie müssen sehen, dass ich viel Geld reinhole, sonst treffe ich Akutsu nicht. Uh-oh. What's wrong, Saori-san? You're looking kind of gloomy there. Come on, how about a smile? Yeah, Saori-kun. I was thinking, if you could be just a bit friendlier, you'd be the belle of the ball. Do you guys already know Saori-san? You act like you're good friends. They do seem pretty close, right? Verrückt aber auch. Es ist gar nicht gut. Wenn die rausfinden, dass wir uns kennen, wird es ungemütlich für mich. Außerdem würde es meinen Plan ruinieren, ein Treffen mit der Arcade zu bekommen. Huh? I don't know. But would it be so wrong if we did know each other? Of course not. But this does happen to be our first meeting. Silly sensei. Is it the first time? Is it really, though? You're both teasing me so much. Poor Megu-san and Kuniko-san are giving me dirty looks. Well, I mean, that's because something does seem fishy. Es wird immer schlimmer. Ich muss elegant das Thema wechseln. Oh shit, what the fuck am I going to do? So viele Möglichkeiten. Ich gehe sofort auf Hoshino-kuns Schoß. Los geht's. They're suspicious of us, Hoshino-sensei. Sorry, son. But I just can't seem to control myself. Am I being too naughty? Hoshino-kun,
This is inappropriate. Stop this. Now, both of you. Excuse me? Can we get that girl at this table? Yes. You mean Saori-san. Oh, me too. Wait a minute, what about us? Oh my. please, everyone. She's only one person. I guess the new girl's a hit. She sure showed us up. This is crazy. Das lief gut. Ich weiß nicht, ob das gut lief, aber es hat irgendwas. Es ist passiert durchaus. Jetzt muss ich nur noch warten, bis Akutsu mich ruft und dann. Mission abgeschlossen. Das war sehr gut. Das war schon sehr, sehr gut, wie sie da noch was rausgeholt haben. Wir können den Defeat sehen, Saori-san. I'm so sorry, we were rude before. Oh, please. I just got lucky tonight. Yeah, right. I don't think I could have done better than you in any department. You're a natural at conversation, and so sexy, too. I learned a lot, actually. And woo, I drank a lot more than usual. Thanks for the hard work, you three. I bet you barely got any breaks. It was one customer after another. What a night! We haven't had this good a take in a while. And it's all thanks to Saori-san. No, I couldn't have done it without Megu-san and Kuniko-san at my side. Come on, it was pretty obvious who the MVP was this evening. Boss, seeing as you're here, does that mean Saori-san's getting a bonus? That she is. Who would have thought this could happen on her first day? Well, I can see. Dem ersten und einzigen Abend. Akutsu-san wants to meet you, show his appreciation, giving you the bonus himself. There's already a taxi waiting outside. Really? That is so awesome. No kidding. So the bonus thing is real, huh? I hope I get one someday. Das war ein Erfolg. Jetzt kann ich herausfinden, wo sich Akutsu versteckt. So, where exactly is Akutsu-san waiting for me? Apparently, it's a surprise. He doesn't just let that information out. But I'm sure it's somewhere in Kamurocho. And don't worry. I'm told there'll be another cab to take you home. I see. Well then, I'm looking forward to it. Ich muss halt aufpassen, dass mich die anderen Vögel von der RK nicht irgendwo sehen. Dann hinterher, ich weiß nicht, wo wir hinfahren werden, ne? Aber nicht, dass sie auch da sind. Wäre natürlich unpraktisch, die könnten mich noch erkennen, auch mit der Verkleidung. Gerade wegen der Verkleidung, weil ich halt nicht gewechselt habe. Das ist dann schon, naja, wird schon nicht passieren. Driver, could you tell me where we're headed? Oh, we're almost there, miss. We're not leaving Kamurocho, are we? No, no. No need to worry. I think he's driving to the Thug Hangout, the underground club. That's where I met Soma for the first time. Gut, wäre wohl ein offensichtlicher Ort, ha? I thought it had been shut down, but maybe they opened it back up. We'll be arriving soon. Hätten wir dann vielleicht auch mal von selbst drauf kommen können, wenn es das wirklich ist. Saori-san, I presume? We've been expecting you. You are very beautiful. Akutsu-san will be happy. Thank you for inviting me. RK takes care of people who keep the cash flowing. The fact you're here means you have a talent for it. You're one of us now, Saori-san. Ah, so gewinnt die RK also immer mehr Mitglieder oder Verbündete. Weiß nicht, ob das dazu zählt. Ich glaube, das ist ein bisschen was anderes. Sie binden die Hostessen, die viel Geld reinbringen, durch einen fetten Bonus und hübsche Jungs an sich. If you would follow me. Certainly. Na gut. Ich verstehe die Schlussfolgerung. Aber es ist halt ein bisschen was anderes als die gewöhnlichen RK-Mitglieder vielleicht. Weil das war eher das, woran ich gerade gedacht habe. Here she is, Akutsu-san. Tonight's heroine, Saori-san from Queen Rouge. Ah, and I see why. You're hotter than your reputation. Come here, let me give you some motivation to keep at it. I've heard so much about you, Akutsu-san. It's a pleasure to meet someone so famous. Have a seat.
I'm not gonna ask you to pour after a hard night's work. This sake is not cheap. That's cool though, right? Gotta show my appreciation, don't I? Oh, there's no need for that. Well, on to the moment of truth. Your bonus. 1,000,000 yen. Quite a stack of cash for an office worker. Yeah. It's a big pile of money for anyone. Oh, even for lawyers? Shirosaki Sensei? I'm not sure I follow. Ja, genau den meinte ich. Poking around before. Except she was trying to find out about Kawai at the time. You see, when it comes to Kamurocho, we have eyes everywhere. Anybody suspicious gets reported to us fast. Most of the eyes working for me or Soma are spies in the police force. And now, we've got a law lady in the bag. So, what do you want with me? Who sent you here, huh? Well, this took a turn for the worse, didn't it? You're only just noticing that. Kinda slow for a lawyer. Das hat für alles eigentlich ganz gut, ne? Oh, I didn't mean for me. It just got worse for you. Ach ja? Ist Verstärkung da? Das hätte ich ja schon. Man, you were harder to find. Vielleicht kurz sicher als Hoshino und Genda. Wow, so it was you pulling Sari-chan strings. Hell of a sight. Some piece of shit ex-Tojo man thinks he's king of the hill now? Don't make me laugh. You're the worthless pile of shit, Higashi. Props for having the spine to show up here without backup. And after you barely escaped with your life, Yagami. Hold that thought, because this isn't the whole party. Huh? The only guy I really want to fuck up is so- Oh, Kaito's back. I'll have to settle for you losers tonight. Kaito. Couldn't just stay dead, huh? Nice work, Sari-san. We'll take it from here, but would you ring the gong for us? What? Nothing kicks off a fight better than a beauty ring and a gong. Yeah. Give us something to get the mood going. Okay. Well then. Gentlemen. Do your worst! Get ready! Let's go! Hell yeah! Here we go! Schon weg oder stehen die nochmal auf? Ah, wir werden es sehen, wir werden es hinkriegen. Okay, es sind alle. Wird schon, ja? Räumen wir drumherum auf. Wie wir das halt so machen normalerweise. Er hat auch nur. Achso, nee, das ist gar nicht die richtige Bossleiste. Nö, er hat 4 Lebensleisten tatsächlich, okay. Dachte ich mir noch fast. Ist auch hier wesentlich früher passiert, dass mal Gegner 4 Lebensleisten hatten. Ha? Das war ja im ersten Dungeon, glaube ich, nur. Ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß, aber halt, ne? Der Mörder. Der war, glaube ich, der Einzige, der da 4 Lebensleisten hatte. Hier gibt es ja dann doch schon mehrere zwischendurch mal immer wieder. Wobei ich mich doch auf der anderen Seite frage, wird der Final Boss dann 5 Lebensleisten haben? Und ja, wenn ja, dann, welche Farbe hat diese Lebensleiste? Ja, das sind die großen Fragen. Welche Farbe könnte die Lebensleiste noch haben? Ach komm, lass mich doch in Ruhe, ja? Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz hier doch nochmal langsam anfangen offensichtlich. Steh auf. Habe ich noch SP zu verteilen? Ja, ich würde mir dann den Bonus hier kaufen. Mehr SP. Ergibt jetzt gar keinen Sinn mehr so kurz zu Ende vielleicht, aber... Na gut, ich weiß nicht, wie kurz zu Ende ich bin. Ich habe das Gefühl, also es...
wirkt nicht so, als gäbe es noch viel zu erfahren. Aber vielleicht liege ich ja falsch. Vielleicht gibt es noch einen großen Plot-Twist und dann schalten wir noch den dritten Stadtteil frei und das Spiel geht erst richtig los. Vielleicht nicht. Wahrscheinlich nicht. Okay, ich wechsle mal eben. Nein, nicht so oft. Nein, nicht so oft, habe ich gesagt. Danke. Mal die erste Lebenszeit hat er sogar schon ganz nebenbei verloren, ohne dass ich was gemacht habe, aktiv dafür. Ach, komm. Danke. Das ist aber auch echt nötig zu überleben, ha? Ich merke schon. Und hier nochmal was. Ja, ich merke mir das schön zusammen, das Essen. Ich könnte dann auch langsam mal... Ja, ich glaube, ich konzentriere mich jetzt auf ihn. So, mache den X-Modus an. Und dann Konzentration. Oder zumindest versuchte Konzentration. Lad du dich auch ruhig auf. Ach, komm. Oh mein Gott. Okay, alles gut. Das nehme ich. Das bringt ja gar nichts. Esse ich ja lieber Sushi. Ich dachte nur, ich nehme das mal, weil das hier überall rumliegt. Und das auch aufsammeln will mal. Fucking hell. Ja, der Kampf ist nett. Der Kampf ist durchaus nett. Könnt ihr bitte den letzten Dude da hinten noch loswerden? Damit wir uns alle gemeinsam auf ihn konzentrieren können. Okay, dann mach ich halt. Weg. Tschüss. Ist das schon die letzte Lebensleiste gleich? Schon, ne? Wow, okay. Upsala. Komm. Ja, okay, das letzte Lebensleiste ist sehr gut. Aber ich merke, ich stelle mich nicht gut an. Das habt ihr vielleicht auch schon bemerkt, ne? Aber hatte schon letzter Zeit wieder mehr drauf. Na gut, okay, ist für mich jetzt der erste Bosskampf dieser Aufnahmesession. Das könnte zusammenhängen. Oh, er wird nochmal ernster. Holy shoot! Das hätte ich fast gewonnen-hitted einfach so gut wie. Okay, also wirklich komplett voll heilen bei ihm jetzt. Ich meine, das, was mir am meisten geholfen hat immer, ist... Schnell. Ach, fuck, ich muss wirklich schnell genug Button mashen, ha? Das ist es, was du mir sagen willst, Spiel. Also ja, was mir am meisten geholfen hat, war ja für gewöhnlich, dass ich diese aufgeladenen Angriffe der Gegner irgendwie ja immer blockiert habe, aus Versehen. Aber das Ding ist, es war halt aus Versehen, deswegen weiß ich wirklich nicht, wie es vernünftig funktioniert. Schleuder mich noch weiter weg, bitte. So. Doch. Geht doch. Hin und wieder mal. Puh. Fuck. You can't run anymore, Akutsu. Can we talk now? Where's Soma? Where is he hiding? I don't know. He moves around more than I do. Really? Are you really just another one of his pawns? Just gonna cover for him and obey his every word? Soma can tell when someone's lying. He's always been able to. I won't be able to get away with bullshitting him. Friend or foe, if he finds a traitor, he stomps the rat dead. He can sniff out the faintest scent of betrayal. That's why I've always told him the truth. No point trying to BS him. In this business, nothing beats the ability to detect liars. You serious right now?
You're buying into some bullshit rumors, dumbass. You just don't fucking get it, man. He can practically see the future. He was the first to bail from the Dojo clan. Usually, you need a shit ton of money to leave a clan if you don't want to be killed. That's what it's like to be a Yakuza. Huh. Remember who you're talking to, asshole. But Soma, he somehow knew there was no future for the Dojo, so he jumped ship. With no money and not even a word to the bosses, just up and left. There's no way he could get away with that. That's what I thought. I said the same thing to him when he was leaving. I warned him, they'll fucking erase you. The bastard just laughed. He said the clan was finished. No way could they kill him. Then he had the balls to give me advice. Said I should get out too and not worry about it. What did he mean by that? By that point, the Dojo clan didn't have the resources to properly deal with defectors. Soma understood that. And sure enough, he left without a word, and nobody ever tried to fuck with him. It's true. Soma was the first guy to slip out. No doubt the dude knew what was up. While the Dojo clan was limping to its grave, Soma went underground and built the arcade network all by himself. And that's how you became his errand boy. What do you expect? I can't control Soma. I'm just the public face of RK. He holds the reins. I've been cool with that ever since I joined. At least you're enough of a man to admit what you are. Akutsu, Soma's being used by public security. Did you know that? Public security? Why was Soma looking for Shinya Kawai and Kamurocho? I don't know. All I heard was somebody hired him to do that. Public security hired. Why is he after Kawana? How are Soma and public security linked? Give me something. Doesn't it at least ring a bell? I don't know, man. The fuck you mean ring a bell? I don't know shit. Vielleicht schon wieder gar nichts hier raus, oder? Nah. But maybe. Ja, Kaito? What is it? Doc, is it possible that Soma himself is public security? Soma working in public security? What do you mean? Well, public security trains people to become spies, so they can infiltrate and collect intel. Right wing, left wing, anti-establishment citizens groups. Deswegen kann er so gut in die Zukunft sehen, weil er das ganze Informationsnetzwerk der öffentlichen Sicherheit hinter sich hat. Quasi. Na gut, okay, und er kann einfach so gut Lügner erkennen, ja offensichtlich, aber... Was man auch wahrscheinlich in so einer Ausbildung ganz gut lernt. Also, stimmt, die öffentliche Sicherheit ist ein Geheimdienst. Aber wieso sollte Soma auch dazu gehören? So yeah, that's one way to do it. But sometimes a cop who's already in public security goes undercover to infiltrate something like a Yakuza organization. What you get is a Yakuza who knows everything about the police. Be super good. Ja, genau, okay, doch. You're saying Soma is actually an undercover agent? You heard what this fool said. Soma figured out the Dojo clan didn't have a future, so he ditched them. You think some street punks got that kind of foresight? He couldn't, unless he had intel from the law. That'd be a different beast. He'd have to know the Dojo clan and Kamurocho like the back of his hand. Including knowing that the Dojo clan would dissolve soon. Yep. And then after he gets out, what does he do next? He makes a place for all the Yakuza coming out of the Dojo clan to find each other, right? Where public security can easily monitor them. That's why RK is still coming to ex-Dojo clan Yakuza like me. In other words, RK was founded by public security to manage all the displaced Yakuza? Sure as hell sounds like their M.O. No matter how many crime rings they bring down, another always pops up in its place. This way, public security... Klar, und dann gibt's auch viel mehr Sinn, warum die nicht wollen, dass die RK, naja, als Ganzes in Anführungszeichen vernichtet wird. But it's mind-blowing that they'd install their own leader. Das ist aber auch, dass jemand von der Public Security wirklich Sauer umgebracht hat. Shit! We gotta move! Cut the fucking chit-chat! Why? He's gotta be fucking listening in on us right now! If he's public security and heard all that... Upsala!
Get your shit together, Akatsu. What does it matter? Don't you get it? There's no way he'd want anyone else to fucking know! Er wurde getroffen. Er wurde ein paar Mal getroffen. Holy shit! Anstatt dass sie doch versuchen, uns zu finden. Nehmen sie ihn komplett auseinander einfach. Na gut, aber der Rest von der RK wird wohl nicht auf uns hören, ha? Huh? Found us. Vielleicht solltet ihr nicht so einfach da rumstehen, also auch wenn sie jetzt abgehauen sind, ich weiß nicht, kommt mir nicht so sicher vor, und das war das Kapitel. Okay, ja doch, das ist dann doch schon mal ein Stückchen interessanter auf jeden Fall, wie die RK da mit drin hängt in der öffentlichen Sicherheit, weil ich die Begründung halt ganz cool finde einfach. Klar, ergibt total viel Sinn dann, warum es die Organisation gibt und warum sie so genutzt wird, wie sie genutzt wird. Und klar ging ich dann schon wegen des ersten Judgments auch davon aus, ja, es ist wieder eine riesige Verschwörung, wo jeder und alles mit drin hängt, selbst die höchsten Instanzen überhaupt. Aber dass die selbst diesen Haufen von Kriminellen wirklich leiten von innen heraus, ohne dass die was davon mitbekommen haben. Ja doch, das hat schon was. Also gut, Kapitel 12, wer die Schlange nährt. Jetzt fehlt ja wirklich nur noch der Kranich, ne? Wir hatten jetzt schon den Tiger, die Schlange und dann fehlt noch der Kranich, ne? So wegen den drei Kampfstilen, die wir haben und so. Da hatten wir den Kranich schon irgendwo vielleicht, habe ich ihn verpasst. Ich weiß es nicht mehr. So, the two shooters were dressed as policemen? Yes, they're the ones who shot Akatsu. They couldn't have been real officers, though, right? Ich weiß ja nicht. Yeah. I'm guessing Soma gave uniforms to two of his own guys. Regardless of their affiliation, they were there on Soma's orders. Ja, aber dann wäre es doch gar nicht so abwegig, dass es echte Polizisten waren. Get this talk. In America, they call people who go undercover moles. Moles, huh? If this really was public security, I can't believe they'd go so far as murder. Soma probably thinks he's backed into a corner. Word got out he's been a plant since his Tojo days. Not even being the head honcho will save him. He'd be nothing but a rat. And RK's got plenty of ex-Tojo in it who'd want his head for that. I hadn't considered that. Those fake cops tried to take us out too. They'll silence anyone who gets in the way. Hey, you think your office could post some officers at Genda's? At least for tonight. Sure. I can get that arranged. Shouldn't you guys have protection too, though? I appreciate the concern. But Kaito-san and Higashi are ex-Yakuza. Not exactly a good mix, you know? Yeah. Not happening. You said it. Thanks, but no thanks. Soma's probably gonna head even deeper underground after all this. But if we can track him down, we'll get the dirt on public security we need. Then we can do right by Sawa-sensei, and even bring Kawana and Reiko Kusumoto to justice. Alright, we get it. Let's walk Saori-san back to her office first, though. We'll save the rest for tomorrow. Good idea. Don't worry, Saori-san. You should be safe from here on. Ugh, what gives, Saori? You change up your look and the guys line up to protect you? Maybe you should put some effort into it once in a while yourself. Are you telling me this isn't effort? Ich weiß ja nicht, also ich meine, doch, also schon, aber halt nicht so viel. Vielleicht, ist das aber auch kein alltagstaugliches Outfit? Ich weiß nicht. Kommt auf deinen Alltag an, würde ich mal so sagen. Achso, bist du noch hinter uns? Tatsächlich. Ich weiß nicht. Ist es denn wirklich so abwegig, dass es echte Polizisten waren? Das ist das, was mich gerade so am meisten noch verwirrt, warum ihr denn so dagegen seid, dass es auf keinen Fall Polizisten sein können. Aber, sie könnten von öffentlichen Sicherheit sein. Okay, als hätten die nicht die Macht dazu dann. Also zumindest von allem, was wir bisher so erfahren haben. Okay, ich wollte an euch vorbeigehen gerne, aber das wird wohl nichts.
Ja, und außerdem auch, ich hätte gemeint, dass Kuana wohl auf jeden Fall der Final Boss wird. Vielleicht doch Soma. Vielleicht beide gleichzeitig. Also werden auf jeden Fall noch gegen beide kämpfen, es werden auf jeden Fall beides noch große Bosskämpfe, wahrscheinlich dann mit 5 Leben, sei es, wäre ja so scheinbar meine Theorie. Fragt sich nur, wer davon zuerst, ne? Aber gut, da wir jetzt gerade mit Kuana zusammenarbeiten, erstmal noch einen Waffenstillstand haben, um die RK auseinanderzunehmen und die öffentliche Sicherheit damit irgendwie auch, keine Ahnung, was genau wir damit vorhaben. Wird dann wohl zuerst Soma sein. Wobei ich Soma halt schon vielleicht cooler fände. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Oh, hey. Heard it was a rough night. You all right? When I heard Akatsu was shot, I just froze. All I could think was, what if something happened to Saori-san? Was mit uns? Couldn't stand the thought for us. Well, we're glad everyone's safe. Yeah, but Soma got the jump on us. He's a bigger threat than we thought. What do you mean by that? We think he's working undercover for public security. Undercover? It's a new development. I'm sure it puts a damper on Genda-sensei and Hoshino-kun's big night out. Huh? Well, I only showed up because Hoshino-kun talked to you. You said you wanted to see what it was like in there, too! Did I really? Hmm. Ich glaube, euch, dass ihr euch an einiges nicht mehr erinnern könnt. Me, I'm going to go. Und ihr wisst schon, dass ihr noch eine Flasche da jeweils stehen habt, ne, für euch. Like damit ihr nochmal zu Besuch kommen könnt. Solche Vollidioten. Aber wie gesagt, war nochmal eine wirklich gute Szene. Interesting. Schön dumm. If what you say is true, und manchmal mag ich schön dumm. Security agent is scooping up thugs into RK. Yeah, and his name's Kazuki Soma. We haven't confirmed it yet. But if he really is an undercover agent, then everything starts to make sense. Public security gets to use RK as their pawns, who feed them intel from the streets. All those scumbags are just working for public security without even knowing it. That setup is exactly what let Soma and RK grow so successful in the first place. For example, I'm sure the guys who killed Akatsu are RK, but they were definitely decked out in real police gear. Soma's role in public security would make getting that gear easy. If that's true, we can't trust anyone in uniform now. Should we be concerned about the police downstairs? Don't worry. They're here thanks to Mafia. Was ist, wenn Mafia auch mit drin hängt? Can't the police do anything about Soma? Well, according to public security, there's no one by that name on record, so that's a dead end. They must have wiped him from their files already. Soma had to have been in the Tojo clan for 10 years minimum. He and Akutsu were both in the Nikkyo consortium. Higashi knows more about that stuff than me, though. Okay, we'll ask him about it tomorrow then. Sounds good. Das war's dann wohl für heute. Ich sollte mich im Büro aufs Ohr hauen. Gut, ich habe die Nacht mal eben auf dem Sofa verbracht. Hier sollen wir uns wieder mit Higashi treffen. Und mal ein bisschen fragen, was er so weiß. Hallo? Yagamichi, this is Yokohama. Ja, warum wird die Musik so ernst? Yokohama Liomong were attacked. Okay, bitte was, warum die? Ach ja, da ist Kuana unterwegs. What? Attacked by who? Warum? RK, they've been boosting their numbers in Ijincho. They're probably hunting Kuana. Fortunately, he seems to have escaped them. Ich dachte, die werden jetzt wieder aus Yokohama abgehauen worden. Da war es vielleicht doch nur Akutsu. How bad was it for the Liuma? Several are wounded, according to Tesso-san. Did any of them see Soma during the attack? I haven't heard for certain. All I know is that it was total chaos. I see. Okay. What's the plan, Yagamichi? I'm gonna dig into Soma's past. I feel like there's something there. Could you keep trying, Kuana? Your wish is my command. See you. Sehr, sehr interessante Entwicklung da, würde ich mal behaupten. Aber dann sage ich auch einfach mal, dass wir uns Somas Vergangenheit dann doch erst beim nächsten Mal ein bisschen weiter anschauen.
Mal sehen, was wir da noch so an interessanten Sachen eventuell herausfinden. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.